So, March Simpson Style. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Alexis und heute zeige ich euch, wie ich meine Locken nachts schütze, sodass sie eine ganze Woche gut aussehen, weil ganz ehrlich, wer hat Lust, jeden Tag die Haare neu zu machen? Ich nicht. Okay, jedenfalls, ich zeige euch drei Varianten. Und die erste ist wahrscheinlich eher die bekannteste und beliebteste, und zwar Pineapple. Dazu nehmen wir so ein Haargummi. Die sind echt cool, weil darin verheddern sich nicht die Haare. Und man hat nicht diesen typischen Haargummiabdruck. Falls du nämlich das so. Man macht einen hohen Zopf, der ungefähr bis hier geht. Das ist auch schon alles. Sieht dann so aus. Sieht halt aus wie eine Ananas, deswegen Pineapple. Und damit kann man super schlafen, auf der Seite, hinten, geht total klar. Buenas noches. Aber ich weiß, es gibt auch Leute, die mögen es gar nicht, Haare im Gesicht zu haben. Und dafür gibt es dann jetzt auch noch ein paar andere Lösungen. Und zwar die nächste Lösung wäre, dass ich jetzt noch meine Satin Cap nehme. Die ist super weich und glatt. Also wenn man die über die Haare stülpt, dann reiben die Haare nicht so sehr am Kopfkissen oder Bettdecke oder sonst was und werden auch nicht frizzy und die Locken bleiben schön. Und ich finde sogar, wenn ich abends schlafen gehe und meine Haare frizzy haben, dann, wenn ich dann aufwache und mit der Satin Cap geschlafen habe, dann ist irgendwie weniger frizzy und die Locken sehen schöner aus. Also kann auch Einbildung sein, aber bei mir ist es echt so. Jedenfalls zieht man die einfach so drüber. Stopf die Haare rein und ja, fertig. Ist jetzt nicht der hübscheste Anblick zum Schlafen, aber gut, ne? So ist es. So, und dann macht man halt morgens nur so, schüttelt und ready to go. Dann gibt es jetzt noch eine dritte Variante, die empfehle ich besonders Leuten mit langen Haaren. Und zwar ist das so wie ein Loopschal, aber aus Baumwolle, Glitterbaumwolle. Und ja, der ist halt so. So, zwei Öffnungen und den stülpe ich dann einfach so über mein Haar. So, March Simpson Style. Machen wir jetzt so einen Haargummi dran. Und fertig. Kann man auch schlafen. So, bleibt auch dann so, also ist wirklich gut für Leute mit langen Haaren. Sieht lustig aus auch, ich weiß. Aber ja. Und dann macht man auch nur morgens den hier. Schüttelt. So. Und fertig. Und das war's auch schon. Also ich finde, das sind die besten Varianten, um schlafen zu gehen. Ich kann euch nochmal auch einen Link unten hinterlassen von der Satin Cap. Und wenn ich noch einen Herber finde, mache ich das gerne. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch. Ihr könnt mich gerne abonnieren, wenn ihr mehr von mir sehen wollt. Ich würde mich sehr freuen. Ich freue mich auf jede einzelne Abonnenten. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.